Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat Zweifel angemeldet an der Behauptung, in Chemnitz sei es nach einem Mordfall zu Hetzjagden auf Ausländer gekommen. Die Skepsis gegenüber den Medienberichten zu rechtsextremistischen Hetzjagden in Chemnitz werden von mir geteilt, sagte Maaßen in einem Zeitungsinterview. Dem Verfassungsschutz lägen keine belastbaren Informationen darüber vor, dass solche Hetzjagden stattgefunden haben. Im Internet kursiert ein Video, das Jagdszenen in Chemnitz zeigen soll. Laut Maaßen gäbe es aber keine Belege dafür, dass das Video echt sei. Gute Gründe sprechen für gezielte Falschinformationen. Durch Maaßens Äußerungen dürfte sich die rechtspopulistische Szene mit ihren Lügenpresse-Vorwürfen bestätigt sehen. Der Chef des Verfassungsschutzes befeuert damit eine Debatte, die Deutschland und die regierende CDU spaltet. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte gesagt, in Chemnitz habe es keinen Mob, keine Hetzjagd, keine Pogrome gegeben. Diese Äußerung stieß auf massive Kritik, auch von Kanzlerin Angela Merkel, die selbst von Hetzjagden gesprochen hatte. Wir haben Videoaufnahmen darüber, dass es Hetzjagden gab, dass es Zusammenrottungen gab, dass es Hass auf der Straße gab. Merkel hielt Kretschmer entgegen, es habe Bilder gegeben, die sehr klar Hass und damit auch die Verfolgung unschuldiger Menschen gezeigt hätten. Bei den letzten rechtspopulistischen Demonstrationen sollen mehr als 30 Menschen angegriffen worden sein. Die Dunkelziffer dürfte höher liegen. Das Ganze